Das Gewicht? Okay. Hast du mich gerade... egal, nein, egal, stopp. Stopp, 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 stopp. Buruki und du, ja, beide Haare. Ja, wir haben beide Haare, wir haben beide eine Stirn, beide haben wir Ohren. Wir haben beide einen Mund. Wir haben beide Augen. Wir haben beide Hände. Crazy, die Ähnlichkeiten hören gar nicht auf. Tatsächlich sind Brüg und ich uns ähnlicher, als wir verschieden sind. Ist das nicht verrückt für Chat? Ich finde das immer crazy, wenn man drüber nachdenkt. Wir danken dir, Quostor. Vielen Dank für den siebten Mann. Welcome back. Danke dir. Das leichte Schmunzeln nach, wir haben beide Hände. Finde ich nice, dass du das gemerkt hast. Ja, ich, okay, okay. Korrektur? Nein, nein, egal, fuck it. So, wir sind jetzt wieder Support, das ist super. Was blindpicken wir diese Runde? Eigentlich wollte ich noch Soraka spielen, ne? Hätte vielleicht Leona bannen sollen, wenn ich Soraka spielen will, aber ist vielleicht nicht mehr das schlechteste Matchup, oder? Komm, Rainer! Naihon X Kanji. Danke dir für deinen zweiten Mann. Twitch Prime sei mein. Danke dir für den zweiten. Ich glaube, diesmal werden wir auf jeden Fall defensive Runen spielen müssen. Kein Airy, jedes Mal Guardian wahrscheinlich. Die werden noch einen Gage Support draften, da bin ich fast sicher. Was wäre das Schlimmste, was passieren könnte? Ist Raven Leona das Schlimmste? Ich wäre safe sowas wie Kalista irgendwas das Schlimmste. Oder Samira maybe sogar schlimmer als Draven. Draven Rell. Draven Rell. Hallo, warum kann ich keine Soraka-Builds finden? Spielt keiner den Champion? Soraka. Ich hab eine Aphidos, wir scannen also für Late Game. Wo spielt denn jeder Area auf diesem Champ? Bin ich einfach gestompt? Geht auf jeden Fall Exhaust. Boah, egal, ich gehe auch Area. Warum geht denn keiner Guardian? Ist das nicht viel besser? Gathering Storm fühle ich. Bone Plating Revitalize. Glaube ich. Ich sprinte auf Toilette. Wird schon irgendwie passen, ne? Das wird klasse. Also, bis gleich, geliebter Twitch-Chat. Hoffentlich schaffe ich es rechtzeitig zum Q-Pop zurück zu sein. Bis gleich. Welcome to Summoner's Rift. Thirty seconds until minions spawn. Scheiße! Ah, kein Problem. Ich meine, Belthis klingt so ins, aber wenn ich Airy gehe, dann. Hätte ich nicht jedes Mal Guardian plus das Leben-Item gehen müssen? Aber gegen Rell, Draven? Warum geht denn keiner Guardian auf Soraka? Bei meinem kleinen. Ich habe auch nicht wirklich viele Games von Soraka nachgeguckt, bin ich ehrlich. This is my path. Yeah.
This is my path. So, wie spielen wir das? Reldraven. Peng! 20 Gold für mich. There is nothing she can do about it. Mana Flow Stack. Nein, die Kühe haben aber schön daneben geworfen. Werde ich auf jeden Fall exhausten müssen. Na, der Otter geht wenigstens nicht getötet. Ich meine, dass er überhaupt so lange Otter deckt wird, ist ein bisschen infamil, aber zumindest Draven's Flash hätten bestrafen müssen. Dass er nicht in einem Kill mündet. Also, ich werde ein bisschen vom Blame nehmen. Kann ich die Q missen? Aber diesmal haben wir schon gebaitet. Wir sind der bessere Spieler. Aber meine beiden Qs auf Räder zu müssen, war insgesamt quite illegal. Ah, Card Ewigkeiten, kein Jump, ne? Damit, dass wir sie kriegen. Not bad. Wir sind ja ganz gut exekuten können, aber. Bro? Well, I guess it's fine. Draven ist sehr sauer, das ist ein sehr gutes Zeichen. Draven-Spieler sind immer Mente. Ah, oh, fuck, ist ein Boss. Punished for winning lane. League is completely ruined. Yup. Er hätte einfach recon können, aber er wollte den Freeze nicht erlauben und dann wurde er bestraft. Oh, whatever. Lass stehen. Okay, das heißt, wenn wir den Draven noch ein oder zweimal ganken, wird er komplett mit dem Boom gehen. Das ist Sejuani. Das ist ein Tauchgang. Sollte defensiv was fuck stehen. Das ist ein Tauchgang. Warum steht da viel aus sich defensiv was fuck? Aber, wenn er auch nach hinten läuft, kann ich ihn actually healen. Und dann sind wir vor allem hinterm Turret. Statt vor dem Turm. Ich glaube, vielleicht, wenn ich auch nach vorne laufe, wäre es fein. Aber ich denke, der Plan nach hinten zu gehen, der sieht es mal besser. Ich wollte sagen, wenn wir den gleichen Plan machen, können wir da vielleicht 1-2-1 traden am Ende des Tages. Was geht man aus Rake für Items? Einfach Moonstone? Schorelias? Baut sich hier aus dem gleichen Scheiß. Boots werden wir nicht kaufen, wir wollen eh nicht roam. Kaufen wir später. Ach, müssen wir Skillshots dodgen? Das ist keine Leona, das ist eine Rell. Einfach Moonstone, Swifties. Ja, Moonstone, Swifties. I heed their call. FF, I have business meeting at 15. Okay. Aber der Draven ist ein Roleplayer. Hä? Wir haben noch ein Wort. Und zwar da drüber. Dass sie da sich reingesneakt haben, ohne gesehen zu werden. Impossible. Hätten wir sie davor gesehen. Ich habe so Bock, dem ins Last, weil er die beide nicht kriegt. Holy fuck. Peng! 20 Gold. Flash raus, for fun. Routine, 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 dann kann ich nochmal routen. Boah, ich route einfach alleine. Und dann routest du nochmal. Nice, schöner Game von K. Kriegst eine Heilung für, Bro. Nur wir hitten den Turret. Wir hitten hier den Turret. Okay, wir hitten hier nicht den Turret. Wir lassen Draven die ganze Wave an Contester, nehmen keine Plates. Hast du Angst, dass der Level 6 Kha'Zix gegen eine fucking Sejuani struggelt beim Drake? Wir können halt beim Drake helfen zum Ende des Drakes. Aber die gestackte Wave, Draven so zu hitten. Ah, whatever, ist fein. Ist nicht bad. Er würde eh nicht viel verlieren.
Ah, whatever. Every step a new journey. Oh, kein Damage. Triumph Proc von Draven. Nein, aber warum spielen wir das auch so? Da hätte man vieles besser machen können. Naja, jetzt okay. Jetzt verlieren wir bloß einfach eine riesige gesteckte Cannon Way. Ja, ich war da nicht für den ganzen für den Minion Reichweite, sonst wäre ich Level 5 gewesen. Und eine Heilung in dem Fight durchbekommen auf Fidos. Der Fight geht halt leider niemals 5 Sekunden. Zwei Heilungen kriege. Er sucht Draven. Und das mündet in gewasteter Zeit für ihn. Das ist wirklich eine traurige Biene. Ich mag den Aphilos nicht, den müssen wir langfristig verlassen. Aber im Early Game werden wir uns einfach Ressourcen auf Botnet jetzt gönnen. Ich bin hier der Carry, nicht er. Weil das wird ein 1 für 1. Und er sollte das nicht überleben können. Nicht so bad, ist okay. Solander sind 0,5 und Zaphidos ist 0,3. Aber wir haben K6 und so Racke. Raven hat Duskblade fertig. Aber er gibt doch keinen Fick mehr, ne? Der Typ. Er macht halt legit einfach. Ja, whatever. Aber Phidos will nicht mehr wirklich spielen. Ich werde doch nicht nach vorne laufen und ihn heilen, weil er eh stirbt. Dann bin ich einfach nur niedriger an meiner HP. Top dann auch noch gesolo kill. Hätte ich jetzt getaucht. Nicht, dass wir ohne Exhaust wirklich Counterplay haben. Das ist bei deren Dive. Ah, Mama. It's not that fun, bin ich ehrlich. Unser AD Carry hat keiner aufgegeben. Unsere Solane sind 0-3. Jetzt auch meinen zweiten Tod eingesteckt. Da ist der Draven auch direkt in der Luft war. Kann nicht mehr flashen sollen. Vielleicht können wir das spielen. Wenn Karl genug Schaden macht, dass er Vigon Reset kriegt. Okay, sind wir beide dead. Game is not looking very hot. Kinda boring, wie schnell das wieder mal gegangen ist. Ein paar gute Early Gameplays und einfach so viele In-Devs nacheinander. Aber wie bist du konstant so gehittet? Ah, was? Like, he's just running it down! They're completely running it down. Na, aber... Ah, was? Ja. Ah. Der Move ist mir echt lustig, wenn Leute low sind. Versucht ihr weh zu baiten. Ich will gar nicht ihren Recall canceln, sonst tötet sie mich einfach. Ich will nur ihren Recall canceln, wenn sie ihn selbst quasi abbricht. Ohne in der Reichweite zu sein quasi. Ja, rough times. Das Game zu drehen ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Karls kann es schaffen. Ja, spielt das Vigo auch nicht schwach.
Ach, Philos wird für ein halbes Zehnt nicht stark sein. Ich glaube, ich gehe Swifties. Ich versuche einfach ein bisschen. Ah, shit. Warum will ich ihm noch helfen? Sterbt deswegen auch noch, wenn wir rauslaufen sollen danach. Einfach, nachdem er flasht, einfach beide rauskommen. Wobei, er hat auch bereits aufgegeben und ich habe gerade auch geintert. Nicht gut resettet in der Mitte der Lane, so oder so. Die ganze Map brennt. Jetzt kaufe ich Moonstone. Jetzt habe ich mehr Gold. Ich glaube, ich spiele danach wieder eine Runde Pike. Ich will das Game impacten können. Ich will meine Botlane verlassen können, wenn man AD Carry grieft. Weil er hat halt obviously keine Lust, das Game zu spielen. Er rennt einfach runter. Und jetzt leide ich mit ihm gemeinsam. Kann ich wirklich die Lane einfach verlassen und woanders hin rennen. Weil ich meine, meine Solane sind ja auch nicht stark. Also ich sollte auch niemals mit denen XP scheren. Die sind 0-3 und 0-4. Wenn ich Pike weg und ich halt noch versuchen, Plays zu machen, so muss ich eigentlich Botlane farmen und darauf hoffen, dass wir irgendwann das Game finden. Aber... ne. Ihr seht es ja selbst. Merkst du aber schon Q-Second, oder? Ekelt ist nicht so effizient. Ja, wir haben nichts, was wir machen können auf der gesamten Map. Ich kann nicht mit Kha'Zix groupen, weil der will eigentlich flanken und Assassin-Playstyle verfahren. Und er ist ja doch weit mobiler. Ich kann nicht wirklich mit meinen Solo-Lanern spielen. Kann nicht mit meinem AD Carry spielen. Ich habe keinen Job im Game gerade. Ein besser Job wäre quasi wahrscheinlich, auf Sightlander dazu zu rennen, wenn jemand low ist, um den hochzuheilen oder so. Du, wie das geht. Und meine Heilungen sehen ziemlich insane aus, doch. Geile wirklich viel. Was war das für ein Flash? Na, no, was? Stirbt er noch an meinem Loot wenigstens? Nein. Ah, wo kommt der her? Can you go away? Scheiße. Ja, nicht so spaßig. Enchanter am Losing Team ist nicht so geil. Da wäre ich lieber ein Roaming Support. Aber Enchanter am Winning Team ist extrem geil. Wenn du ein bisschen ahead bist, kannst du am Enchanter machen, was du willst. Eigentlich bist du ja normalerweise ahead, zumindest mit sowas wie Karma und so weiter. So war gar nicht unbedingt. Zwei Autodecks. Aber er ist gestorben für 1000 G's, not bad. Wenn Karte jetzt stark wird, wer weiß. Oh ja, fight, dann kriege ich Movement Speed, wenn der low geht. Nicht sterben, K. Sterben ist für Versager. Sein Gesalz, Grundemacher, konnte nicht eh, na geil, ey. Die riesige Shutdowns. Vielleicht kommen wir jetzt ins Game. Null 10 into Alt F4. Oh yeah. 0-10. FF-Vote gefällt, den er gestartet hat. Und dann direkt Alt F4 drücken. Oh yeah. Das ist doch ein sympathischer Look. Danke fürs Mitspielen, Aphelios. Die machen gerade einen Botlane-Play, die Gegner. Lass versuchen, Top zu töten. Da wird safe irgendjemand einfach griefen, drin, er hat keine Ult ab. Der ist tot, wenn er kommt.
Nein, fuck Midlane. Drinnen ist zu smart, wir sollten wenigstens den Turm nehmen. Ja, jetzt hat er auch wieder Ult ab. Sie ist ernsthaft gerecalled. Geh rein, K6, go. Let's do it. Drinnen sollte auf mich turnen, wenn er smart ist. So, ohne Rihanna ist es eh so viel härter. Kein CC. Naja. Das Game war nicht so nicht fun. Oh, dafür hat der Fidos gesorgt. Denn er war so sauer, dass er halt wirklich nicht weiterspielen wollte, ha? Huh? Ach, so wütend ist. Bin so ein ADC. Game ist so hart. Ich renn runter und vote dann FF, wenn ich 0-10 stehe. Dann geht mein FF-Vote nicht durch und dann drücke ich halt alte 4. Ey, Mann, war es nur kurzes Leiden und wir kriegen LP. Reduziert verloren aufgrund seines, ja, alte 4-Buttons. It is what it is.